Hallo, ihr schroffen Jungs und Mädels, und herzlich willkommen zur 200. Ausgabe hier auf dem Klo. Das ist doch der Wahnsinn, oder? Also als ich damals vor knapp 5 Jahren angefangen habe hier mit dem ganzen Quatsch, da hätte ich mir doch nie im Leben gedacht, dass ich in so einem Format über 200 Ausgaben irgendwie durchhalte. Der absolute Wahnsinn. Und ich habe euch ja letzte Woche gefragt, ob ihr euch irgendeinen bestimmten Spieletitel vorstellen könnt, der dem gerecht wird, sich heute in dieser großen Jubiläumsausgabe mal anzugucken. Und es kamen einige schöne Vorschläge von euch, vielen Dank, aber die sind allesamt auf die List of Weideklo gewandert. Und natürlich bleibt nur Platz für einen Titel für so eine geile Jubiläumsausgabe wie heute. Und zwar natürlich Tetris. Wir haben es uns als erste Ausgabe hier angeguckt. Zur 50., 100., 150. auch. Und natürlich heute mal wieder. Und weil wir es so lange nicht gemacht haben, gucken wir uns heute mal wieder die B-Type-Challenge an. Ne? Für die Leute, die das nicht genau einordnen können. Die B-Type-Challenge bedeutet für mich, wir machen einfach mal auf dem Game-Typen B mit der Spielmusik B. Das ist dieser schöne Track, der so ein bisschen Panik macht. Gucken wir auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, also Level 9 und Höhe 5, gucken wir mal, dass wir 25 Linien wegmachen und hoffentlich dann die Rakete starten lassen. Ja, dazu stelle ich natürlich den Männlichkeitsmuffin auf, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen Vorwort hier gemacht, ich sag mal auf so 7 bis 8 Minuten, dann haben wir auch die 10 Minuten heute voll. An der Stelle nochmal eben vielen Dank an all eure Wünsche, wie ich gerade gesagt habe, nur es war halt kein Spiel dabei, zu dem ich so eine innige Beziehung hätte, dass ich sage, okay, für Ausgabe 200, für so ein schönes Jubiläum, so eine runde Ausgabe, wäre das so meine Wahl gewesen. Deswegen mal wieder das gute alte Tetris. So, ja, und da geht's auch schon los mit dem ganzen Spaß. Oh, meine Güte, ich habe lange den B-Typ nicht mehr gespielt, wie ich gerade merke. Und guck mal einfach mal, wie weit wir heute hier kommen. Ich würde es halt feiern, wenn wir die Rakete abfeuern könnten. Oh, das läuft doch schon mal gar nicht so übel an, muss man direkt mal sagen. Das Wichtigste, ne, für die Leute, die hier gerade fresh dabei sind beim Thema Tetris, am besten immer erstmal ein bisschen runterbauen, damit man hier ein bisschen mehr Zeit zum Überlegen hat bei den weiter herunterfallenden Steinchen. Und nicht unbedingt nur auf den Highscore achten. Ich glaube, das sollte ich heute sowieso nicht machen, denn ich bin froh, wenn ich hier einfach nur das Ganze mal ein bisschen abgebaut bekomme und direkt die 25 Linien mal schaffen sollte. So, und ich sag mal so, ne, weil heute so ein schönes Jubiläum ist und ich schaffe das direkt beim ersten Anlauf, dann mache ich mir direkt mal eine Büchse Bier auf hier oder ein Fläschchen. Ich hoffe, ich habe eins im Kühlschrank, sonst muss ich mir hier bei der Wärme, die wir die Tage haben, auch noch ein warmes reinplömpeln hier vor laufender Kamera. Scheiße! Da hätte ich jetzt natürlich auf den langen Otto hier warten können. Und irgendwie habe ich mir das hier schon... Oh, es hat Gott sei Dank noch gepasst. Ich wollte gerade schon sagen, ich habe es mir ein bisschen verbaut, aber es läuft. Ja, meine Lieben, ich habe mir jetzt natürlich wieder genau das richtige Spiel ausgesucht, während dem man nicht allzu viel erzählen kann, weil man ja hier ein bisschen Fortschritt auch machen möchte. Ja, ich habe das Glück, dass er mir wirklich oft dieselben Steinchen vor die Flinte schmeißt. Ich komme nur nicht so richtig runter hier, ne? Oh. Jetzt habe ich gerade einmal kurz auf den Punktestand geguckt, um mich zu vergewissern, wie es so läuft. Und da wäre es fast passiert. Oh, das war nicht so schlau. Scheiße, 3 Linien wären es noch gewesen. Meine Güte. Okay, Leute. Okay, der nächste Anlauf wird dann wahrscheinlich deutlich schlechter, so wie ich mich persönlich kenne. Der erste war schon gar nicht schlecht, oder? Ja, aber Leute, was sagt ihr dazu? 200 Ausgaben auf dem Klo, verging ja irgendwie wie im Flug die Zeit und ist ja mittlerweile zu so einer richtigen, schönen Gewohnheit geworden. Wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern auch für einige von euch, wie ich das so an den Kommentaren lesen kann. Und irgendwie baue ich mich hier immer höher anstatt runter. Ah, da kommt mal so einer. Sehr gut. Die ganzen Steine haben ja auch irgendwie Namen, ne? Nur irgendwie bin ich noch nie dazu gekommen, mir die wirklich mal zu merken. Für mich war der eine da gerade immer der lange Otto. Heißt wahrscheinlich irgendwie anders. Ich will weiter runter, aber irgendwie läuft das gerade noch nicht. Na, schau, schau, der lange Otto hier. Zack, den hauen wir auch direkt mal da rein. Och, jetzt gerade kann ich noch gar nicht so viele davon gebrauchen, irgendwie, ne? Schmeißt er mich da voll mit den Teilen. Ne?
Ich habe übrigens gemerkt, zum Zuschauen ist das immer deutlich angenehmer, als wenn man selbst spielt, diesen Modus. Ne? Ich spiele diesen Modus halt immer sehr gerne, auch immer gerne mal so zwischendurch bei uns wirklich auf dem Klo. Ne? Der Gameboy liegt ja wirklich auf dem Klo rum. Naja, und jetzt hat es wieder nicht gereicht für die große Rakete hier. Na komm, 4 Minuten haben wir noch. Irgendwann muss sie doch mal drin sein hier. Ah, da hätte ich einen langen Otto reinsetzen sollen. Scheiße, Denkfehler. Ne, und oft scheißt man so ein bisschen klug, wenn man hier so einem bei sowas zuguckt. Wenn man jetzt nicht gerade der Tetris-Crack ist, wird man dann oft vor den Kopf gestoßen, wenn man es dann einfach mal selbst probiert, hier diesen Spielmodus bei sich so durchzuziehen. Also deswegen, nur mal der Tipp an euch, schmeißt Tetris gleich mal rein, wenn ihr das geguckt habt, und versucht den Spielmodus mal selbst. Ganz so easy ist das nicht, da braucht man ein bisschen Übung. Und ich versuche mich halt regelmäßig auf dem Klo ein bisschen fit zu halten in der Richtung. Das Einzige, was ich wirklich so regelmäßig fürs Gehirnjogging irgendwie mache. Denn das ist ja nun mal das Gute bei Tetris, ne? Hilft so ein bisschen beim logischen Denken. Und da gibt es schlimmere Sachen, die man regelmäßig tun kann mit seinem Gehirn, um da irgendwie auf dem Zack zu bleiben. Irgendwie mache ich hier einen ganz schönen Käse. Vielleicht reicht es ja trotzdem für den großen Abstauber nachher hier. Nur dann wird es nicht mehr dazu kommen, dass ich hier das Bier noch live vor der Kamera trinke. Sondern das würde ich mir dann erstmal kühlen und als Belohnung heute Abend irgendwie reintun oder so. Ne? Ja, apropos, warum sage ich heute Abend? Ich nehme dieses Video gerade am frühen Morgen auf, ne, bevor ich noch zur Arbeit fahre, denn ich hatte am Wochenende nicht die Möglichkeit, was für euch aufzuzeichnen. Es hatte Geburtstag im Hause Weidemann, ne, oder Waldemar. Ich hatte am Samstag Geburtstag und meine Frau hat mich einfach mal entführt, hat mich ins Auto gesteckt und nach Hamburg gefahren. Und das war ein richtig geiles Wochenende. Schönen Spaß gehabt, ne, und schöne Sachen erlebt. Ich hatte sowieso nichts geplant irgendwie, weil war so ein krummer Geburtstag, den muss ich jetzt nicht unbedingt groß feiern. Das machen wir nächstes Jahr, wenn der runde Geburtstag ansteht. Da machen wir im Freundeskreis eine schöne dicke Party und das hab ich mir dieses Jahr mal geklemmt. Und von daher keine Verpflichtungen, keine Termine. Haben wir einfach gesagt, komm, dann ab ins Auto. Und als ich dann gesehen habe, wo die Reise hingehen soll, habe ich mich noch mehr gefreut, denn ich war lange nicht mehr in Hamburg und ich liebe die Stadt. Guck mal, und einfach mal so nebenher beim Erzählen machen wir jetzt gleich noch die letzte Linie hier weg. Ja, wenn man sich zu sicher ist, ne? Da habe ich halt richtig schön einen hier erzählt. Na komm, wir machen es auf andere Art und Weise. Komm, auch so machen wir die letzte Linie voll. Ich habe mir gerade überlegt, das wäre jetzt doof, mit nur eine genaue Linie zu machen. Und dann, ja, weil ich dachte, komm, baust du noch ein bisschen höher, machst vielleicht direkt einen Tetris zum Ende oder so, ne? Direkt so 4 Linien auf einmal. Aber so klappt's ja auch. Haben wir es auch noch geschafft, ne? Habe ich es mir nochmal bewiesen. Waldemar hat es noch drauf. Sehr gut. Ja, ist jetzt natürlich nicht die Glanzleistung gewesen, aber komm, für einfach mal spontan innerhalb von 10 Minuten zu probieren, diesen Typ B zu schlagen, hat es doch irgendwie hingehauen, ne? Ja, liebe Leute, deswegen, ich muss dieses Video heute sehr früh für euch aufnehmen. Das Bier tue ich mir dann gleich in den Kühlschrank und gönne es mir heute Abend zum Feierabend. Ja, das hat ja zeitlich genau hingehauen. Ja, auf dem Klo mit. Bleibt euch natürlich weiterhin erhalten. Und für die Leute, die Angst haben, dass wir irgendwann kein Futter mehr haben, es gibt noch hunderte von Spielen für den Gameboy. Ne? Wenn man jetzt denkt, jetzt haben wir uns schon knapp 200 Spiele hier angeguckt, ist das natürlich eine heftige Vorstellung. Aber es gibt ja allein für den klassischen Gameboy gibt es ja irgendwie 400 bis 500 so im EU- und USA-Bereich plus die ganzen Japan-Spiele. Und ich habe die Zahl jetzt gerade nicht auswendig drauf. Also, da wird uns nicht so schnell langweilig. Ich denke mal, dass der Kanal hier eher geschlossen wird, bevor wir das Ganze irgendwie abschließen, diese ganze Gameboy-Reise. Aber es kam auch schon so ein paar Vorschläge von euch, das auch mal auf dem Super Nintendo oder so auszuprobieren. Da bin ich natürlich auch gerne dabei. So, Super Nintendo Let's Play. Ach, guck mal, eine ganz runde Punktezahl. Ist auch mal nicht schlecht, ne? So eine ganz... so ein bisschen Super Nintendo Gameplay habe ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Das ist nämlich irgendwie so ein Ding gewesen, das habe ich ganz zum Anfang des Kanals hier gemacht, ne? Let's Play SNES habe ich damals gemacht. Und, ja, wäre schön, das auch mal wieder zu machen, aber... Ich muss ehrlich zugeben, ich habe aktuell wirklich wenig Zeit für YouTube. Deswegen, es kommt diese Woche noch ein Video, und zwar am Donnerstag, das Retro-Battle. Da kommt ja jede Woche ein Beitrag, immer an einem unterschiedlichen Wochentag. Ich bin diese Woche am Donnerstag dran. Und wenn ich mich recht entsinne, ist das ein Wunsch von dem Perudor, wenn ich nicht ganz falsch gewickelt bin. Also eigentlich müsste heute auf seinem Kanal der Beginn sein. Und das habe ich aber jetzt echt nicht auswendig drauf. Vielleicht verspreche ich mich da auch. Aber am Donnerstag bei mir und am Sonntag natürlich von dem Wünschenden
auf seinem Kanal die Wochenzusammenfassung. Auch diese Videos sind immer super geworden, auf jedem Kanal bisher. Spätestens das solltet ihr alle schauen. Und von daher habt ihr ja ein bisschen Programm und ich muss mir nicht so einen Stress machen, hier in dieser Woche noch irgendwas für YouTube zu schaffen. Und in der nächsten Woche auf jeden Fall auch die Pickups mal wieder am Start. Ne? Denn es gab natürlich zum Geburtstag ein bisschen was und ein bisschen was habe ich mir auch gegönnt in diesem Monat. Und ja, da könnt ihr euch dann in der nächsten Woche drauf freuen. Und bis dahin sage ich erstmal, immer schön schroff bleiben, kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und auf weitere 200 Ausgaben hier auf dem Klo. Bis dahin. Ne? Tschüss, euer Waldemar.